Die Privatisierung wird als die Überführung des kollektiven Eigentums an Produktionsmitteln ins Privateigentum verstanden. Die Privatisierung kommt seit den 70er Jahren in der ganzen Welt vor. Beeindruckt vom Vorbild Großbritanniens versuchte in Deutschland die Regierung Helmut Kohl, einige öffentliche Betriebe ins Privateigentum zu überführen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn und die Lufthansa. Das Hauptmotiv der Privatisierung in der westlichen Welt war die höhere Effizienz der Privatunternehmen im Vergleich mit öffentlichen Betrieben und die Trennung von Staat und Wirtschaft. Die ökonomische Seite ist, dass für eine Privatisierung die Voraussetzung ist, dass Kapital da ist im Normalfall, weil Privatisierung bedeutet, dass Staatseigentum übergeht in private Hände. Und im traditionellen Fall einer Privatisierung, wie sie stattgefunden hat auch in den 70er Jahren in Westeuropa, hat es immer über Kapitaltransfer stattgefunden. Das heißt, es wurden eben Leute gesucht, die Anteile erwerben dann an Unternehmen oder die ganze Unternehmen aufkaufen. Und dieses Kapital ist in Osteuropa in dieser Form natürlich nicht da. In den postsozialistischen Ländern hat die Privatisierung einen größeren Umfang als in den Marktwirtschaften des Westens. Während es im Westen um die Privatisierung einzelner Betriebe ging, geht es im Osten um die Privatisierung ganzer Volkswirtschaften. Mit Ausnahme von Polen und Ungarn überstieg in fast allen postsozialistischen Volkswirtschaften der Anteil des vergesellschafteten Sektors an der Herstellung des Bruttoinlandprodukts und Beschäftigung die Marke von 95%. Ich war für Big Bang, ich war für einen schnellen Schritt. Was in Polen ebenso wie in der Tschechischen Republik leider nicht so gut geklappt hat, war die Privatisierung. Ich muss gestehen, ich habe nichts gehalten von dem Versuch in Russland, die Prozesse sozusagen ohne Schmerzen langsam zu vollziehen. Ich war für den Big Bang. Und Polen, ja, hat zwar nicht alles gut hingekriegt, aber ja, ist das einzige Land, das schon jetzt im dritten Jahr ein gewisses Wachstum hat. Es hat am Anfang Schmerzen bereitet. Das war eine harte Kur, eine Dr. Eisenbart-Kur, aber sie hat angeschlagen. Die Sache der, wie man sie bei uns nennt, Schocktherapie, manche betonen, es sei etwas Gutes, war in Wirklichkeit etwas ganz Widerwärtiges. Es gibt unzählige Beweise und hier könnte man eine Anklageliste vorbereiten, die irgendwann der Öffentlichkeit präsentiert wird. Während des Treffens mit Präsident Lech Wałęsa wird das Streikkomitee über die Forderung nach 10% der Gesellschaftsaktien für die Mitarbeiter verhandeln, sowie über die Eigentumsrechte an Grund und Boden, auf dem der Betrieb steht, sprechen. Bisher betrug das monatliche Durchschnittsgehalt in der Hütte 4,5 Millionen Zloty. Die Hüttenarbeiter haben so keine Motivation zur Arbeit. Die Erhöhung der Gehälter war Thema monatelanger Gespräche, die dann zum Streik in der Hütte geführt haben. Die Privatisierung in den postsozialistischen Volkswirtschaften ist eine viel kompliziertere Aufgabe als die nach 1917 erfolgte Verstaatlichung des Privateigentums. Bei der Privatisierung geht es in diesen Volkswirtschaften nicht nur um die höhere betriebliche Effizienz, die das Privateigentum mit sich bringt. Der Umbau der Eigentumsordnung schafft erst viele Privateigentümer an Produktionsmitteln. Ohne diese Eigentümer kann der Markt eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Privatisierung heißt sicherlich den Übergang des Eigentums vom Staat auf private Personen. Hier in der Ukraine und auch in anderen osteuropäischen Ländern, Russland zum Beispiel, heißt das in der ersten Phase ein Auskauf, in der Regel ein Auskauf der Unternehmen durch die Manager und die Beschäftigten. Mit der Privatisierung
werden auch immer mehr Menschen vom Staat unabhängig. In ihrem ökonomischen Überleben sind sie nicht mehr von staatlichen Zahlungen, sondern von eigenem Wirtschaftserfolg abhängig. Die Eindrücke sind sehr unterschiedlich. Entscheidend ist das Management. Und das spielt keine Rolle, in welchem Land der Erde das ist. Letztlich treiben Menschen ein Unternehmen oder führen ein Unternehmen zum Erfolg oder zum Misserfolg. Vor diesem Hintergrund haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit qualifizierten, engagierten Managern und Mitarbeitern, aber wir haben auch eine ganze Reihe von, ich nenne das mal, alte Ideologen vorgefunden, die sich an die neue, ich sag's mal, freie Marktwirtschaft nicht gewöhnen können oder wollen und eigentlich dem alten System nachtrauern. Den Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, den man bei uns einführen möchte, gibt es im Westen schon lange nicht mehr. Es besteht im Westen ein Manager-Kapitalismus, wo an der Spitze Manager stehen, die von den Inhabern weitgehend unabhängig sind, selbst wenn diese große Aktienpakete besitzen. Das ist eigentlich dasselbe wie bei Staatseigentum an Produktionsmitteln. Nur mit viel besserer Verwaltung, weil die höher bezahlteren Manager besser und fähiger sind und die Verantwortung tragen. Falls das Staatseigentum nur aus ideologischen Gründen verkauft werden soll, nur weil es sonst wie Sozialismus erscheinen würde und doch alle wissen, dass dahinter bestimmte Kräfte stehen, die materiellen Nutzen ziehen, dann ist dies eine einfache Korruption. Im Westen, wo Ende der 70er Jahre die Privatisierung begonnen wurde, gab es eine ganz andere Ausgangssituation. Der Umfang des Staatssektors war nicht sehr viel höher als 10%. Es war sehr wichtig, den Umfang des privaten Sektors an der ganzen Wirtschaft zu vergrößern. Und das konnte dadurch erreicht werden, dass den Menschen die Gründung von privaten Unternehmen ermöglicht wurde, was sogleich zur spontanen Entwicklung des privaten Sektors führte. Dieser wichtige Schritt wurde auch zur Quelle des Erfolges in den Ländern, wo radikale Reformen eingeführt wurden, unter denen auch Polen ist. Der weitere Schritt war die Übergabe, Verkauf oder Pacht eines Teiles des staatlichen Vermögens an Privatunternehmer. Dies erfolgte auf verschiedene Weise. Verkauf der Maschinen oder Pacht von Fabrikhallen und so weiter. Das war ebenso wichtig. Am einfachsten könnte man sagen, dass wir die Privatisierung durch die Bildung eines Joint Venture vollzogen haben, bei dem ein australischer Kapitaleinleger mit 51% beteiligt ist und die restlichen 49% vom polnischen Staat gehalten werden. Wreszcie trzeci sposób.
Ein dritter Schritt ist die Umwandlung der ganzen Staatsunternehmen in Privatunternehmen. Das heißt gewöhnlich Privatisierung im engeren Sinn. Wir sind weiterhin eine staatliche Firma. Sie wurde noch nicht privatisiert. Klar, wir beabsichtigen die Privatisierung durch die Bildung einer Holding. Wir wollen eine typische Konzernstruktur mit starkem Verwaltungszentrum hier in Ursus und vielen einzelnen Gesellschaften. Alle Teile der jetzigen Struktur, die selbstständig operieren können, werden künftig selbstständig sein. Es werden neue Gesellschaften gegründet. Auf dieser ökonomischen Unabhängigkeit kann sich die freie politische Meinungsäußerung der Bürger entwickeln und die neu eingeführten demokratischen Institutionen stabilisieren. Die Werft ist derzeit eine Aktiengesellschaft. 60% der Aktien gehören dem Staat, 40% der Belegschaft. Wir haben einen großen Umgestaltungsplan vorbereitet. Wir haben auch eine Investmentgesellschaft gegründet, die unter anderem einen weiteren Verkauf der Aktien zum Ziel hat. Wir streben die völlige Privatisierung der Werft an und ich hoffe, das geschieht während der nächsten 2 Jahre. Unter welchen Konditionen hat man Kurz erlaubt, nach Ungarn zurückzukommen? Infolge der Nationalisierung der Wirtschaft musste Kurz Ungarn 1948 verlassen. 1988 begannen Verhandlungen über eine Rückkehr, weil wir glaubten, dies könnte die östlichen Märkte erschließen. Nach der Übereinkunft wurde ein Joint Venture gegründet, an dem Kurz 60% und der ungarische Eigentümer, eine ehemalige staatliche Firma, 40% der Aktien besitzen. Wie wurde der Preis festgelegt, den Kurz für 60% der Aktien zu zahlen hatte? Unsere Firma wurde offiziell von einer internationalen Beratungsgesellschaft bewertet. Ein ansehnlicher Betrag war das Ergebnis, auf dessen Grundlage festgelegt wurde, wie viel Kurz investieren musste, um 60% der Aktien zu bekommen. Wenn als Ziel der Privatisierung die soziale Gerechtigkeit anerkannt wird, dann wird man sich darum bemühen, die Eigentumsrechte breit zu streuen. Privatisierung und Gerechtigkeit ist wahrscheinlich sowieso eine sehr schwierige Frage. Und ich glaube, bei diesem Weg, den jetzt Osteuropa geht, bei dem Weg, den man vorher, also von Plan zum Markt, geht es um Effizienz, aber es geht nicht um Gerechtigkeit. Es geht insgesamt darum, für einen großen Teil der Menschen besser zu leben, wenn dieses Wirtschaftssystem irgendwann mal etabliert ist. Aber es geht nicht darum, wirklich ein gerechtes Wirtschaftssystem jetzt zu schaffen. Und ich glaube, man sollte da sehr vorsichtig sein mit diesem Begriff Gerechtigkeit zu arbeiten, weil Privatisierung und Gerechtigkeit, ich glaube, das schließt sich von vornherein eigentlich auch aus.
So wie ich es nenne, ist es kein Programm der allgemeinen Privatisierung, sondern der allgemeinen Verarmung, weil wir die Folgen nach einiger Zeit spüren werden. Wir werden Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit erleben. Außerdem bin ich arbeitslos. Sind Sie auch arbeitslos? Schon 5 Jahre. Haben Sie keine Perspektive? Ich habe heute gerade wieder angerufen beim Arbeitsamt, also kaum. Ich hab einen Beruf, ich habe studiert. Was haben Sie studiert? Ökonomie. Und vorher habe ich EDV-Facharbeiter gelernt. Bankrotte Unternehmen, Verluste des Staatsvermögens, schlechte öffentliche Dienstleistungen und dabei schauen wir zu. Das kommt bei uns immer öfter vor und es nimmt immer mehr zu. Weil die Mehrheit der Bürger nur geringe oder sogar keine Ersparnisse hat, müssen die Eigentumsrechte an diese mehr oder weniger kostenlos abgegeben werden. Die Geldmenge wird dadurch kaum reduziert und der Staatshaushalt erhält keine Einnahmen. Eine Möglichkeit ist ihre Streuung unter die Bürger und die andere unter die Belegschaftsmitglieder. Diese Ziele können in unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen. Beispielsweise eine schnelle und umfangreiche Privatisierung des Staatssektors steht im Gegensatz zum Ziel, daraus eine Finanzierungsquelle zu machen. Albanien ist ein Land, dem es gelungen ist, die Landwirtschaft praktisch über Nacht nahezu vollständig zu privatisieren. Das Agrarland wurde entsprechend der Familiengröße nach Köpfen, unabhängig vom Alter, kostenlos verteilt. Die Bauern haben dadurch teilweise ihr vorheriges Eigentum wieder zurückbekommen. Kühe, Schafe, Ziegen und anderes Vieh wurden ebenfalls vollständig und kostenlos verteilt. Märkte werden heute ausschließlich durch Privatpersonen beliefert. Private Geschäfte, Kioske und Cafés prägen inzwischen das Stadtbild Tiranas. Die Wertpapierbörse ist ein Element des Kapitalmarkts. Hauptziel der Börse ist die Bewertung der Unternehmen, nach der die Aktionäre selbst entscheiden, wie viel diese oder jene Firma wert ist. Außerdem besteht eine sehr wichtige Funktion der Börse darin, dass die Gesellschaften, die an der Börse notiert sind, sich Kapital beschaffen können. Anstatt Bankkredite aufzunehmen, kann eine Gesellschaft neue Aktien ausgeben und auf diese Weise Kapital für seine Entwicklung bekommen. Es gibt verschiedene Privatisierungsarten. Ein ist die sogenannte große Privatisierung. Es handelt sich dabei um die Überführung der mittleren und großen Staatsbetriebe in das Privateigentum. Die andere Privatisierung ist die sogenannte kleine Privatisierung. Das heißt die Privatisierung von staatlichen Läden, Restaurants, Pensionen, Kiosken und anderem. Die dritte Privatisierungsart ist die Reprivatisierung. Das heißt die Rückgabe der Produktionsmittel an die früheren Eigentümer oder ihre Erben. Bei Reprivatisierung ist auch eine Entschädigung an die früheren Eigentümer oder ihre Erben denkbar. Eine spezielle Art der Privatisierung sind Neugründungen von Privatbetrieben. Sie bedeuten eigentlich keine Überführung des kollektiven Eigentums ins Privateigentum.
Die Neugründungen können allerdings den entscheidenden Beitrag zur zügigen Entwicklung des Privatsektors und seiner wachsenden Bedeutung in der Volkswirtschaft leisten. Ich bin von Ausbildung Grafiker und nach der Schule habe eine Möglichkeit mit meiner Freundin so anfangen, dass ich möchte arbeiten als Künstlerin. Und ich habe für unseren Freunden etwas bemalt und so, das hat sich gewachsen. Dass am Anfang nur 2 Mitarbeiter, dann 3, 4 und jetzt wir haben 30. Ist es schwierig, in Estland ein Unternehmen zu gründen? Ja, ich denke, das ist sehr, sehr schwierig. Denn man muss zuerst sich sagen, dass ich habe genug Mut und ich bin genug klug, dass ich kann etwas so machen, ein Unternehmen so starten. Und ich denke, dass viele solche kleinere Unternehmen haben so viele Probleme, dass vielleicht nicht alle können diese auch lösen. In Neugründung kommt der schöpferische Geist des Privateigentums im Kapitalismus zum Ausdruck. Bei dieser Privatisierungsart wird der Kapitalismus nicht durch Maßnahmen der staatlichen Privatisierungspolitik eingeführt, sondern er entwickelt sich aus eigener Kraft von selbst. Diese Selbstentwicklung ist sehr wertvoll. In der ersten Transformationsphase kommt diese spontane Selbstentwicklung vorwiegend in solchen Branchen wie Handel und Dienstleistung vor. Die Produktion profitiert nicht in diesem Maße davon. Der Privatisierungspolitik stehen mehrere Privatisierungsmethoden zur Verfügung. Eine von diesen Methoden knüpft unmittelbar an die britischen Erfahrungen beim Verkauf von Staatsbetrieben an. Die Aktien dieser Betriebe wurden auf der Börse an Interessenten veräußert. Eine weitere Privatisierungsmethode ist die Liquidierung unrentabler Staatsbetriebe. Nach ihrer Schließung werden sie oft in kleinere Produktionseinheiten aufgeteilt und verkauft oder verpachtet. Die entgeltlichen Privatisierungsmethoden haben in den postsozialistischen Volkswirtschaften mit einem Widerspruch zu kämpfen. Es geht um die Existenz eines verhältnismäßig großen Volkseigentums an Produktionsmitteln einerseits und der geringen Ersparnisse der Bevölkerung andererseits. Dies macht den Verkauf des Volkseigentums an die Bevölkerung mehr oder weniger unmöglich, weil diese dafür viel zu wenig Geld hat. Die Ökonomen sahen sich dadurch veranlasst, die sogenannten unkonventionellen Privatisierungsmethoden zu entwickeln. Es handelt sich um verschiedene Formen der unentgeltlichen Aufteilung des vergesellschafteten Sektors der Volkswirtschaft unter die Bürger. Die Menschen sehen allerdings die Privatisierung mit anderen Augen als Ökonomen und Regierungen. Eine große Rolle spielt dabei die Geschichte und Tradition des jeweiligen Landes. Zum Beispiel Russland, wo es wenige Erfahrungen mit dem Privateigentum gab. Dem schwachen postsozialistischen Staat stehen im Privatisierungsprozess mächtige Interessengruppen gegenüber. Dies sind Betriebsdirektoren und höhere Beamte des ehemaligen Staats- und Parteiapparats. In einigen Ländern zählen dazu auch die neuen Eliten, die aus der ehemaligen Opposition hervorgegangen sind. In Polen können dies beispielsweise Leute aus der Solidarność-Bewegung sein. Die Interessengruppen nutzen ihre Macht, um aus der Privatisierung das meiste für sich herauszuholen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Nomenklatura-Privatisierung. Die Betriebsdirektoren nutzten oft die Voucher-Privatisierung in Russland, um mit den von ihnen geleiteten Betrieben eine de facto Eigentümerposition zu erreichen. Bei breiter Streuung der Anteile am Betriebsvermögen reicht dazu der Kauf einiger Aktien. Mit einem Aktienpaket
von 15-20% kann die Wirtschaftseinheit von ihrem Leiter kontrolliert werden. Aus mitteleuropäischen Ländern sind Fälle bekannt, wo Betriebsleiter ihr Unternehmen bewusst in den Konkurs geführt haben, um es dann für einen Spottpreis zu kaufen. Diese äußerst schwierige Privatisierungsaufgabe muss der postsozialistische Staat auf sich nehmen. Er muss also eine Privatisierungsstrategie konzipieren und sie auch durchsetzen. Dies setzt folgende Entscheidung voraus. Erstens, welche Privatisierungsziele verfolgt werden sollen. Zweitens, welche Privatisierungsarten zum Zuge kommen sollen. Und drittens, welcher Privatisierungsmethoden man sich bedienen soll. Eine Privatisierung gleicht nicht der anderen. Selbstverständlich kann die Privatisierung in manchen Situationen notwendig sein, weil es im Staatsbudget Löcher gibt und die Regierung sie flicken muss. Das Problem liegt darin, was man verkauft, zu welchem Preis und wie das Unternehmen bewertet wurde. Ob es nicht ein Raub des Staatsvermögens ist. Denn wenn die Bewertung nur ein Zehntel des Wertes beträgt, wie es bei uns oft geschah, und wird das Staatsvermögen sofort an ausländische Investoren weiterverkauft oder Strohmänner waren im Spiel, dann haben wir einen Raub des Staatsvermögens. Eine der wichtigsten Fragen ist, warum läuft bei der Privatisierung so viel schief? Warum bereichern sich einige Leute unverschämt auf Kosten anderer? Oder nicht zuletzt, warum kommt in den privatisierten Betrieben der erhoffte Leistungsaufschub nicht? Um eine in sich konsistente Privatisierungsstrategie zu haben, müssen Ziele, Arten und Methoden der Privatisierung aufeinander abgestimmt werden. Dies ist verständlicherweise leichter gesagt als getan. Man könnte sagen, dass die Gesellschaften und die Regierungen meistens die gleichen Schlüsse aus ihren Erfahrungen ziehen. Es hat sich gezeigt, dass der Staat als Unternehmer ungeeignet ist. Der Staat hat andere wichtige Aufgaben zu erfüllen. Er sollte eine gute Rechtsordnung schaffen, die den Menschen viel Freiheit gewährt, aber auch diese Freiheit schützt. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates. Wenn jedoch der Staat die Wirtschaftsfreiheit einschränkt und selbst zum Unternehmer wird, dann untergräbt er die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes.